Wie erleben die Eltern den Berufswahl von ihren Kindern? Mein heutiger Gast ist Daniel Maillon. Er hat seinen Sohn intensiv in der Berufswahl und auf dem Weg zu der Lehrstelle begleitet. Und ich bin Steffi von justi.ch und das ist eine neue Folge von Inside Berufsbildung. Hoi Dani, schön bist du da. Hoi Steffi, danke für die Einladung. Unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sind sicher bestimmt neugierig und wollen wissen, wer du bist und warum du da bei unserem Podcast Gast bist. Erzähl uns doch, wer bist du und was machst du genau in deinem Alltag? Ich bin Vater von einem 15-jährigen Sohn, der im Sommer die Lehrstelle anfängt, und eine 13-jährige Tochter. Ich habe Architektur studiert und arbeite in einem grossen Büro für eine Wohnbaugenossenschaft als Projektleiter Bau. In meiner Freizeit mache ich gerne ein bisschen Sport machen und sonst habe ich es gerne gemütlich und ich lese ein Buch. Danke dir vielmals für die kurze Einführung über dich. In unserem heutigen Gespräch geht es um das Bewerbungsverfahren für Lehrstellen. Und die Eltern, wie du wahrscheinlich auch schon ein bisschen gemerkt hast, gehören sehr oft zu den wichtigsten Ansprechpersonen für die Jugendlichen. Darum haben wir dich auch eingeladen und darum nimmt uns Wunder, mit welchen Gefühlen, Erlebnissen oder auch Schwierigkeiten Jugendliche in dieser Zeit konfrontiert werden. Wir wollen heute gerne zeigen, wie Eltern die Herausforderungen erleben, inwiefern das aber auch hilfreich sein für Lehrbetrieb. Und wir wollen darauf aufmerksam machen, wie wichtig heutzutage ein schnelles Reagieren respektive ein schnelles Zu- oder Absagen im Bewerbungsprozess ist. Jetzt haben wir hier ein paar Fragen für dich vorbereitet, Dani, dass wir so ein bisschen die Perspektive der Eltern sehen. Kannst du uns ein bisschen erzählen, wie hast du die Berufswahl oder die Lehrstellensuche erlebt? Wie alt ist denn dein Sohn? Mein Sohn ist jetzt gerade 15 geworden. Und ja, der ganz Bewerbungsprozess war eine kleine Herkulesaufgabe für mich und auch für meinen Sohn. Was soll ich sagen, er war ein bisschen im luftleeren Raum, hat nicht gewusst genau, was und wie und wo und einfach so. Und da haben wir gemerkt, oder ich habe gemerkt, dass er eine Unterstützung braucht. Mhm. Hat er in dem Fall nicht gewusst, welchen Beruf er möchte lernen? Nein, er hat es nicht gewusst. Und ich denke, das ist irgendwie typisch für einen 14-Jährigen, dass er, wenn er nicht gerade eine Passion hat, wo er sieht, wo er hin will, dass er dann das nicht weiss. Und er hat auch im Schulunterricht, habe ich das Gefühl, ein bisschen wenig Unterstützung bekommen. Es ist viel um Berufswahl gegangen. Und, aber gleich nicht in die Tiefe, sondern so ein bisschen, ja, schau mal, was du gerne machst, und dann finden wir etwas. Und das hat ihn irgendwie nicht weitergebracht. Und Gespräch mit der Berufsberatung hat irgendwie in dem Sinn auch nicht gefruchtet. Und was dann halt noch ein grosses Problem war, ist die Pandemie. Schnuppern ist irgendwie in dieser Zeit, in den letzten zwei Jahren, einfach schlichtweg nicht möglich gewesen. Und so ist er natürlich dann ein bisschen gefangen gewesen. Und wir als Eltern haben dann irgendwann ein bisschen gewusst, was seine Stärken sind, und dann ein bisschen in diese Richtung gedrückt oder getrieben. Du hast jetzt gesagt, ihr habt bei der Berufsberatung auch so ein bisschen Hilfe geholt. Wie hat er sich sonst informiert über Berufe? Online? Oder hast du da auch so ein bisschen pushen müssen? Ja, er hat, also eben der Schulunterricht ist sicher ein grosser Punkt gewesen, wo er ein bisschen gesehen hat. Wir als Eltern konnten ihn ein bisschen in eine Richtung treiben, wo wir das Gefühl hatten, das könnte ihm zusagen. Was er sich ganz am Anfang gewünscht hat, war etwas in Computerbereichen. Aber nach irgendwie, was habe ich, 10, 15 Bewerbungen für eine Schnupperlehre und 10, 15 Absagen, ja, ist dann irgendwie einfach so gegessen gewesen, weil wir nicht gewusst haben, ob es das wirklich ist für ihn. Also die Pandemiezeit war sicher sehr schwierig für ganz viele Jugendliche, da haben wir auch regelmässig gehört. Du hast gesagt, du hast ein bisschen unterstützt. Wie hast du einschätzen können, ob er Hilfe braucht oder nicht? Es ist, also mit der Berufswahl ist es eine und nachher im Bewerbungsprozess ist es andere. Also es ist eigentlich typisch der Mensch. Wenn man nicht weiss, wie und was und wo, dann tut man es mal auf die Seite schieben und dann geht nichts. Und als Eltern hast du natürlich irgendwie schon ein bisschen Druck, dass dein Kind anfängt, in den Bewerbungsprozess einsteigen. Und dort hat es recht Unterstützung gebraucht und einfach
ein bisschen Druck, dass er anhockt und das mal macht. Und, ja. Ja. Wie hast du die Rolle von der Schule, von der Lehrperson genau wahrgenommen? Du hast vorher etwas angetönt, es war eher so ein bisschen oberflächlich. Haben da vielleicht das Gespräch mal gesucht mit der Lehrperson? Ja, das haben wir gehabt, aber es ist, ich verstehe es ein Stück weit. Das sind 20 Jugendliche in einer Klasse und ganz wenig wissen, die will richtig, das geht das da nicht. Jeder individuell könnte in eine Tiefe begleiten, wo es schön wäre. Das verstehe ich. Für mich ist die Schule und Berufsberatung wie gesagt, ein bisschen oberflächlich gewesen. Mir hat da gefehlt, dass mal anhocken mit diesen Kindern und Berufswahl ist das eine, aber mal einen Lebenslauf schreiben mit ihnen, ein Bewerbungsdossier zusammenstellen, mal zeigen, oder mal üben, wie man ein Telefonat führt, wie man ein Mail schreibt. Das sind einfach so Sachen, wo ich irgendwie das Gefühl habe, da ist nichts gekommen, da hat man irgendwie als Eltern müssen dahinter. Okay. Ja, mega spannend. Also wir von Justi hören da auch sehr oft, darum kann ich vielleicht schon sagen, wir bieten genauso Tipps oder Vorlagen für Jugendliche auch an, weil wir eben so ein bisschen wissen, es kommt an anderen Orten ein bisschen zu kurz. Jetzt hast du gesagt, eben das Bewerbungsschreiben. Kannst du da eine Zahl nennen, wie viele Bewerbungen hat dein Sohn ungefähr geschrieben in dieser ganzen Zeit? Er hat etwa 12 bis 15 Bewerbungen geschrieben, bis er eine Zusage bekommen hat. Okay. Und wenn du jetzt da gerade kannst sagen, bei wie vielen von diesen Bewerbungen oder bei diesen Firmen hat er dann überhaupt eine Rückmeldung auf die Bewerbung bekommen? Ich würde sagen, bei etwa einem Drittel hat er keine Rückmeldung bekommen. Und bei der Hälfte hat er müssen nachfragen. Also hat er zumindest einmal nachgefragt, wie der Stand von der Bewerbung ist. Okay, und bei diesen Bewerbungen, die noch gar keine Rückmeldung bekommen hat, wie hat er da reagiert oder wie hat auch er reagiert? Also wir haben eigentlich so abgemacht, dass wenn er innerhalb von 14 Tagen nichts hört, dass er dann das Telefon in die Hand nimmt und mal anruft oder dass er per Mail mal nachfragt. Mhm. Das ist so haben wir es gemacht, ja. Genau, das ist auch das, was wir den Jugendlichen immer empfehlen, dass wenn sie nach 10 bis 14 Tagen nicht hören, dass sie wirklich mal freundlich nachfragen per Telefon oder per Mail, wie der Stand von der Bewerbung ist und bis wann sie auch mit einem Bescheid rechnen. Aber jetzt so ein bisschen die emotionale Seite, auch wenn du deinen Sohn gesehen hast, wie der Bewerbungen geschrieben hat und keine Rückmeldung bekommen hat, hat er da auch ein bisschen das Herz gebrochen? Ja, sicher. Also ich meine, eine Bewerbung schreiben ist nicht einfach so schnell husch in 10 Minuten gemacht. Das ist jedes Mal Arbeit. Er muss anhocken, muss seinen Lebenslauf wieder anpassen, je nachdem, wenn er noch ein bisschen mit Farben schafft, wo irgendwas angelehnt sind als Unternehmen, wo er anschreibt. Es ist ein Motivationsschreiben, das einfach Zeit braucht. Und es ist dann schon verrückt, wenn man halt mal über eine Stunde anhockt und das macht und abschickt und nachher einfach nichts gehört. Das ist, ja. Und dann ist es halt jedes Mal, musst du wieder sagen, hey, frag nach, mach. Und es ist einfach nicht einfach für einen 14-Jährigen nachher ein Telefon in die Hand nehmen und da in die Erwachsenenwelt eindringen und dort sich behaupten. Ja, das verstehe ich sehr gut. Da ist gerade auch so ein bisschen der nächste Punkt, den ich ansprechen wollte. Firmen haben ja heutzutage auch relativ viele Anforderungen, sagen das gewisse Notenschnitte in gewissen Fächern oder jetzt auf dem Bau schwindelfrei sein oder vielleicht gewisse haben auch Mühe mit dem Migrationshintergrund. Wie geht man so ein bisschen auch damit um, wenn ein Kind nicht all diesen Anforderungen entspricht? Hast du da irgendeinen Tipp für andere Eltern? Nein, nicht wirklich. Also ich grundsätzlich habe keine Mühe mit diesen Anforderungen. Jedes Kind ist individuell, jedes Kind hat Stärken und Schwächen. Es ist im Normalfall nicht der Überflügel, den man als Kind hat und wo irgendwie einfach alles kann. Als Eltern muss man sich einfach die Stärken und Schwächen bewusst sein und Schwächen können akzeptieren von diesen Kindern. Halt nachher in die Richtung gehen, wo sie die Stärken können brauchen. Ich verstehe es, dass halt, wenn jemand im KV-Ausbildung im Bankensektor eine gute Mathe-Note braucht oder, wie du gesagt hast, als Zimmermann muss schwindelfrei sein. Und wenn er halt nicht schwindelfrei ist, dann ist halt der Zimmermann ein No-Go, halt gar nicht. Da habe ich kein Problem. Ich habe viel mehr das Problem ich frage mich, müssen die Anforderungen generell ein Kind so hoch sein, also mit dem Druck in der Schule, der Druck in der Bewerbung. Und dann
Ja, in der Bewerbung selber noch, muss man sich auch noch sauber verhalten und irgendwie noch, ja, noch irgendwelche Visionen haben. Also mein Sohn hat einen Absage bekommen von einem Schweizer Unternehmen, also ein grosses Unternehmen, wo ihm gesagt hat, wir spüren zu wenig, dass du zu uns willst. Und dann, das sind dann so Sachen, wo ich sage, ja, also, wir sind alle auch mal in dieser Situation als 14 und haben eine Lehrstelle gesucht. Und ich mag mich an mich erinnern, ich habe auch irgendetwas einfach, ich habe mich beworben, Punkt, dann ist es gewesen. Und auch nicht noch, es sind auch dazu geliefert. Und einfach überall die Anforderungen, es ist extrem, was auf die Jungen zukommt. Also ich finde das mega spannende Einblick, den du jetzt hier gesagt hast, auch so ein bisschen der Unterschied, eben, wie es heutzutage ist, weil alles gefordert wird und wie es damals, wie du jetzt gesagt hast, bei dir damals war. Generation Z, die ist ja in aller Munde und alle reden so ein bisschen über die neue Generation. Wenn man sich in die eindenkt und auch so ein bisschen innovativ auftritt als Firma, hat man da sicher auch einen Vorteil. Wie siehst du das? Ich weiß nicht, wie individuell oder wie spannend dass eine Bewerbung muss sein und wie man sich und ob man sich als Eltern überhaupt muss eindenken. Ich glaube, es sind die gebräuchlichen Regeln, die man braucht im Bewerbungsprozess und ich glaube einfach eine saubere Bewerbung, die nach etwas aussieht, so muss sie daherkommen und vielleicht noch mit so kleinen speziellen Details, aber ob man jetzt da muss gross auffallen, das weiß ich nicht oder bin ich nicht sicher. Sicher hat es Berufsgattungen, wo das eher nötig ist, vor allem im kreativen Bereich. Aber ich denke jetzt mal, in dem Bereich, wo mein Sohn gesucht hat, schlussendlich im Kaufmännischen, da braucht es einfach eine saubere Bewerbung. Ja. Wenn jetzt die Bewerbung geschrieben ist und er die abgeschickt hat, dann empfehlen wir den Lehrbetrieb immer, dass sie eben möglichst rasch antwortet auf die Bewerbungen. Kannst du vielleicht sagen, warum ist das so wichtig? Ja, ich finde es einfach wichtig, oder es ist ein bisschen Respekt einem Bewerber gegenüber, dass er eine Rückmeldung bekommt. Ich meine, die heutigen Bewerbungen sind vielfach online und dann kommt irgendein automatisch generiertes Mail zurück, danke vielmals, wir haben es bekommen. Aber ob es wirklich auch angekommen ist und ob es wirklich ein Adressat ist und dass jemand die Bewerbung gesehen hat, das weißt du mit dem nicht. Also ich finde es extrem mühsam, wenn du so etwas Wichtiges abschickst, den Knopf drückst und das geht raus und du nachher irgendwie einfach nicht hundertprozentig sicher bist, dass beim Gegenüber auf dem Tisch gelandet ist, finde ich mühsam. Mhm. Vor allem die Generation Z, die ist bekannt dafür, dass sie schnelles Feedback gewöhnt sind, das ganze Social Media und so weiter. Sie hören also gerne das Datum, bis wenn sie mit einem Bescheid können rechnen. Also ich glaube, das ist bei uns allen so. Hast du da etwas mitbekommen? Ist da oft irgendwie das Datum genannt worden? Wir melden uns in 2 oder 3 Wochen wieder? Oder? Ja, das ist ein bisschen Usus, dass das einfach heisst, wir melden uns, genau wie du sagst, in 2 bis 3 Wochen. Nur ist das dann selten der Fall. Also, ja, hörst einfach, wir haben jetzt wirklich vielfach nichts gehört und irgendwie kommt es dann eben nach 2, 3 Wochen musst du wieder dran sein und sagen, oh, da ist noch eine Bewerbung offen, da müssen wir noch geschwind nachfragen. Es ist ja nicht nur eine, die offen ist, es sind mehrere zeitgleich und das haben wir viel gehört. Was funktioniert hat, ist wirklich, wenn er sich vorstellen konnte oder einen Probetag arbeiten, dann hat es geheißen, wir melden uns bis dann und dann und das hat also irgendwann frei funktioniert. In dem Zusammenhang muss ich einfach noch sagen, dass ich irgendwie wirklich das Gefühl habe, dass die öffentlichen Bereiche, also Verwaltungen, viel besser funktionieren als die privaten. Also dort hast du einfach irgendein Gefühl, es ist total professionell, es ist jemand zuständig und einfach der ganze Bewerbungsprozess ist in diesen Bereichen viel, viel besser gelaufen. Mhm. Ja, das ist mega spannend zu hören. Ja. Ist auch etwas, was wir immer wieder mal hören, dass es wirklich halt in den grossen Firmen ganz klare Abläufe gibt, zuständige Personen gibt, was teilweise im Kleinbetrieb ein bisschen anders funktioniert. Wir haben es jetzt am Anfang schon ein bisschen angesprochen, eben, wir empfehlen die Jugendlichen, wenn sie sich beworben haben, so nach 10 bis 14 Tagen, wenn sie nichts hören, mal nachzufragen, freundlich, wie der Stand ist von der Bewerbung. Ich glaube, dein Sohn hat etwa um die 12 bis 15 Bewerbungen geschrieben. Kannst du noch mal schnell sagen, wie oft hat er nachfragen aktiv von sich aus? Sicher bei der Hälfte. Sicher bei der Hälfte hat er vielleicht noch ein Schreiben bekommen. Wir melden uns in 2 bis 3 Wochen, aber nachher nichts mehr gehört und müssen nachhaken. Mhm.
Ja, also als Firma möchte man ja im Endeffekt eigentlich motivierte Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen oder auch Lernende einstellen und sich als zuverlässiges Unternehmen positionieren. Wichtig ist darum für alle, die da zuhören, hebt euch als Firma von der Menge ab. Wirklich. Also, wenn das irgendwie machbar ist, macht doch das. Dani, vielleicht hast du auch da noch einen Tipp an die Firma. Wie macht man das am besten? Wie kann man sich so ein bisschen von der Menge, die eben nicht wirklich reagiert oder was mühsam ist, um immer nachfragen, abheben? Ja, grundsätzlich einfach mit der Art und Weise, wie man den ganzen Prozess gestaltet. Ein individuelles Schreiben, vielleicht sogar ein Telefon, eine klare Vorgabe, wie das funktioniert und dann die Termine auch einhalten. Das ist eigentlich das, also eigentlich soll es ja nicht das Abheben sein, sondern einfach ein Ausschuss. Und ich glaube, einem 14-jährigen Bub oder einem 14-jährigen Mädchen ist es einfach am meisten dient, wenn es weiss, wie es unterwegs ist und ist die Bewerbung angekommen und in welcher Zeit und höre ich etwas. Und dann am Schluss ist dann irgendein Nein oder ein Ja, darfst du vorbeikommen oder einfach so. Und das macht es eigentlich schon aus. Jetzt möchte ich noch auf das dritte so ein bisschen Hauptthema sprechen kommen, und zwar sind das Zu- oder die Absagen. Kannst du da dazu etwas sagen? Wie viele Absagen hat dein Sohn bekommen von diesen 15 Bewerbungen? Ich würde jetzt sagen, schlussendlich sind es etwa mehr als die Hälfte. Also er hat jetzt eine Lehrstelle, aber hat von 3-4 Firmen noch nichts gehört. Haben wir natürlich auch nicht mehr nachgefragt, weil es nicht mehr relevant ist. Und von den anderen hat er dann irgendwann mal ein Schreiben bekommen. Und die Schreiben, die sind nicht individuell gewesen oder auf den Bewerber abgestimmt, sondern einfach ein Standard-Mail. Und ich glaube, zweimal das gleiche Mail bekommen von verschiedenen Firmen mit der gleichen Begründung, also wirklich fast der gleiche Wortlaut. Und ja, das ist dann, als Eltern merkt man das, also, ich glaube, als Jugendliche merkst du das nicht, aber als Eltern merkt man das einfach. Ja, du hast mir jetzt gerade die Frage schon vorweggenommen. Ich wollte jetzt gerade fragen, was für Absagen er denn so bekommen hat, respektive hat es mal eine Absage gegeben, wo vielleicht ein hilfreiches Feedback auch drin war, wenn er verbessern könnte für eine nächste Bewerbung? Nicht eins. Wir haben bei der ersten Absage, die er bekommen hat, die er sich vorstellen konnte, haben wir nachgefragt als Eltern, einfach weil wir wollten wissen, ist irgendetwas im Menschlichen gewesen oder hat er sich irgendwie daneben benommen, einfach, dass wir das wissen, weil das könnte man auch ein bisschen beeinflussen. Und einmal haben wir nachgefragt bei einer Standardabsage, einfach, weil es mich Wunder genommen hat, was denn ist. Und sind dann dort noch halb angeschnauzt worden, wieso dass man anruft. Aber grundsätzlich hat er alles, was schriftlich gekommen ist, also alles, was nicht ein Absage ist, nach einem Bewerbungsgespräch oder nach einem Probetag hat uns nicht weitergebracht. Mega schade. Was fändest du jetzt, wenn man die Firmenseite anschaut, wie die Firma das Ganze so ein bisschen kommuniziert? Was ist da angebracht? Ich glaube, der Jugendliche nimmt das irgendwie nicht mit, wie sich die Firma benommen hat. Also jetzt vor allem als Bewerber für eine Lehrstelle. Als Eltern nimmst du das schon mehr auf, also wie es funktioniert hat oder wie es gegangen ist. Ich finde einfach, es gibt so eine Aussage, man vergisst Worte, die gefallen sind, aber man vergisst nicht immer, wie sich gefühlt hat. Und ich glaube, das ist irgendetwas, was sich Firmen bewusst sein müssen, dass mit jeder Absage der Jugendliche mal leer schlucken muss und wieder ein negatives Erlebnis bekommen hat. Mein Sohn war jetzt irgendwo, ich sage zwar, bei 10, aber da gibt es wahrscheinlich andere, die viel mehr haben. Und das ist so nervenaufreibend und so stressig, das müsste eigentlich nicht sein. Also ich glaube allgemein, in dem ganzen Bewerbungsprozess ist der Respekt, ich glaube ein gegenseitiger Respekt sicher ein wichtiges Thema oder auch so ein bisschen der Tonfall, wenn man miteinander redet. Kannst du da dazu noch etwas sagen? Hast du da irgendwie etwas erlebt, wo es gar nicht gegangen wäre? Nein, von dem her nicht. Also wie ich am Anfang gesagt habe, die öffentlichen Betriebe, dort haben wir einfach das Gefühl gehabt, er wird wahrgenommen wie einen jungen Erwachsenen. Also einfach respektvoll und man hat mit ihm kommuniziert und ihm klar gesagt, was ist. Und
Eben bei vielen, die wir nie gehört haben oder wo einfach ein Mail kam, ist, ja, das hat nicht mehr viel mit Respekt zu, sondern einfach nur noch mit schnell, geschwind da noch das mühsame Absageschreiben rauslassen. Du hast jetzt schon ein paar positive Punkte genannt, also wie es in grösseren Firmen gelaufen ist. Hast du generell Tipps für Unternehmer oder Berufsbildnerinnen und Berufsbildner, die jetzt zuhören, wo du denen möchtest mit auf den Weg geben, um auch euch als Eltern gut können abzuholen? Ich glaube, wir als Eltern sind gut abgeholt, wenn der Jugendliche gut abgeholt ist. Und wir sind ja eigentlich nur am Rand involviert in den Bewerbungsprozess. Es braucht, ja, wie wir es jetzt schon ein paar Mal gesagt haben, einfach eine saubere Art von der Kommunikation. Ich glaube, das war ein relativ gutes Schlusswort. Also für mich zusammenfassend zum Mitnehmen hier, für die Eltern ist es eine mega schwierige Phase, für die Jugendlichen natürlich auch. Und ich glaube, der Respekt ist ein A und ein O in der ganzen Kommunikation, beidseitig. Ja, wir hoffen, dass wir von Justi Jugendliche unterstützen auf dem ganzen Prozess in der Bewerbung. Und ja, wir schätzen es auch sehr, wenn Leute sich für das Thema Berufsbildung engagieren und bereit sind, mit uns hier im Podcast über so Themen zu schwätzen. Dani, danke dir vielmals für deinen Besuch und für das spannende und auch doch ziemlich befahrte Gespräch. Willst du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben? Nein, eigentlich nicht. Also als Eltern einfach, hey, bleibt dran, und euch motivieren. Es läuft mal besser und mal schlechter. Und all die negativen Inputs, die kommen, irgendwie können besprechen und Jugendlichen können abnehmen. Und hast du noch einen Tipp für Firmen oder so, die du mit auf den Weg geben? Verhaltet euch respektvoll den Jugendlichen gegenüber und dann ist es gut. Super. Danke dir vielmals und auch danke euch allen fürs Zuhören. Und ich hoffe natürlich, ihr seid auch bei der nächsten Folge wieder dabei, wenn es heisst Inside Berufsbildung.